Wir sind ja hier schon öfters darauf eingegangen, dass Wettbewerb sowie Gewinnermentalität und auch die Macht, die daraus hervorgeht, die Testosteronwerte steigern kann. Wenn du dich also vor Kontroversen scheust und nicht wettbewerbsfähig bist und das unter Umständen an deinem Nervenkostüm zerrt, ja, dann heißt dein Krankheitsbild womöglich nicht etwa Depression, sondern Testosteronmangel. Ich habe das hier alles schon regelmäßig erwähnt und auch haufenweise mit Studien belegt. Das Interessante ist, dass Wettbewerb und Konkurrenzdenken, was dir ja beides als Mann in die Wiege gelegt wurde, du musstest also, wenn du gesund bist, nicht mal erlernen, die Testo-Werte auch bei Frauen nach oben bringt. Ob das gut ist oder nicht so gut, das kann ja jeder selbst beurteilen. Ich weiß nur, dass ich meine Schlüsse draus ziehe. Ich denk mal, dir wird nicht entgangen sein, dass man genau dieses Wettbewerbsdenken nämlich bei Frauen forciert und sie in, sagen wir mal vorsichtig, Männermetiers bringt. Das ist beim Sport so, das ist im Berufsleben so und eigentlich überall. Du kannst das, wie gesagt, positiv oder negativ sehen, das ist mir relativ egal. Ich weiß für mich nur, dass ich bei Frauen, welche sich Wettbewerbsdenken angewöhnt haben, durchaus eine Art Vermännlichung wahrnehme und genau deswegen mein Interesse an diesen Frauen schwindet. Also nochmal, Siegermentalität, Konkurrenzdenken und Machtanspruch haben gewisse Folgen. Und so ziemlich jede Studie, die man heranzieht, oder auch eigentlich schon der gesunde Hausverstand, sagt dir, dass es Männer attraktiver macht, aber bei Frauen gar keine bzw. meist sogar negative Wirkung auf die Anziehung hat. Topmänner, die wollen in der Regel nichts mit Karrierefrauen, nichts mit Bossfrauen und nichts mit sogenannten Erfolgsfrauen zu tun haben. Das haben wir ja auch schon zigmal hier anhand von Studien belegt. Und ganz deutlich, wenn mich eine stereotypische Managerin oder von mir aus auch ein weibliches Sportass aus einem eigentlichen Männermetier privat auf einen Kaffee einladen würde, würde ich sagen, nee, lass mal, das muss ich echt nicht haben.